Es wäre schön, wenn wir in der Wissenschaft oder in den Sozialwissenschaften und ganz besonders in der Ökonomie die Diskussion im Stil von Karl Popper führen könnten. Also wir suchen, wir stellen Hypothesen auf und gehen dann ganz neutral an diese Hypothesen dran, testen sie und leben mit denen, die wir nicht verworfen haben. Ich glaube, der Betrieb ist leider etwas anders und er lässt sich wahrscheinlich besser mit Wissenschaftsphilosophen wie Thomas Kuhn beschreiben, dass wenn sich dann bestimmte Hypothesen nicht widerlegen lassen, dass sich diese Hypothesen dann zu Schulen entwickeln, dass Paradigmen daraus entstehen, dass Leute auch Karriere im akademischen Betrieb mit diesen Paradigmen machen, dass diese Paradigmen dann so lange Bestand haben, bis die Realität Probleme aufwirft für die Paradigmen. Dann, wie Kuhn das beschrieben hat, gibt es dann die Verteidiger des Paradigmas. Ja. Zunächst ist es also so in etwa wie bei der Kirche, dass sich zunächst mal die Wagenburg bildet, das alte Paradigma verteidigt. Und wenn dann sich die Fakten so stark verändert haben, dass die herrschende Lehre unterminiert ist, kommen die Rebellen durch. Und es entwickelt sich ein neues Paradigma. Also leider ist der Diskurs nicht so neutral, wie man das sich gerne vorstellen würde, wenn man Popper gelesen hat. Also der ökonomische Kurs, das Paradigma, war und ist ja sehr stark angelsächsisch dominiert. Das kann man ja auch einfach darin ablesen, wenn man sich anschaut, an wen die Nobelpreise gegangen sind für Ökonomie, seit es den Nobelpreis gibt, vornehmlich in den angelsächsischen Raum. Jetzt ist aber das herrschende Paradigma in die Krise geraten. Das jetzt herrschende Paradigma hat sich ja Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre herausentwickelt. Das war die Rational Expectations Revolution, Bob Lucas, Efficient Market Theorie, Eugene Farmer. Man hat, nachdem das keynesianische Paradigma in den 70er Jahren doch sehr gebeutelt wurde, also wenn ich darauf zurückkomme, da war die Realität so, dass sich das Paradigma nicht mehr hat aufrechterhalten lassen. Es wurde von der Realität in Frage gestellt. Also haben dann die Rebellen, damaligen Rebellen, heute würde man sagen die Neoliberalen, wenn Sie so wollen, ein Gegenparadigma entwickelt, rationale Erwartungen, effiziente Märkte. Und dieses Paradigma, das Anfang der 80er Jahre dann auch politisch umgesetzt wurde, denken Sie an die Reagan Revolution, denken Sie an Thatcher. Dieses Paradigma hat dann zu einer Entwicklung in der Politik geführt, aber auch in den Finanzmärkten und in der Wirtschaft, die meines Erachtens die Grundlage für das geliefert hat, was wir dann später an Fehlentwicklungen gesehen haben. Wenn Sie hergehen und fest davon überzeugt sind, dass alle Wirtschaftssubjekte rational sind und alle Märkte effizient, mit diesen beiden Grundannahmen, wenn Sie die behandeln wie Axiome in der Physik, dann können Sie makroökonomische Modelle bauen, in denen Sie zum Beispiel die Geldpolitik auf reines Inflation-Targeting reduzieren können. Dann reicht es, wenn die Zentralbank die Inflationsrate eng gemessen als Veränderung des Konsumentenpreisindex an einem Ziel hält. Dann wird Geldpolitik zu dem, was Mervyn King mal so beschrieben hat, dass es ist wie die Arbeit eines Zahnarztes. Also mit einem umfangreichen Apparat wird ein ganz, ganz kleiner Teil des Körpers mit höchster Präzision bearbeitet. Denn Sie können dann den Rest vernachlässigen. Wenn die Märkte effizient sind, müssen Sie sich nicht um Vermögensmärkte kümmern, Sie müssen sich nicht darum kümmern, wie Kredit überhaupt entsteht. Das sind alles Dinge, die dann ins rechte Lot fallen von selbst. Insofern hat eigentlich dieses Paradigma doch sehr wesentlich dazu beigetragen, wie die Zentralbanken vorgegangen sind. Es hat auch dazu beigetragen, wie wir in der Finanzindustrie
Risiko gemessen haben und Portfolien aufgebaut haben. Wenn die Märkte effizient sind und die Wirtschaftssubjekte auf den Märkten rational, wenn sie dann noch dazu nehmen, was natürlich auch noch sehr schön wäre, dass die Finanzmarktpreise normal verteilt sind, dann können sie Risikomodelle bauen, Value at Risk, die ihnen die Illusion, jetzt muss man sagen, im Nachhinein die Illusion geben, dass sie alles voll unter Kontrolle haben. Sie können genau berechnen, täglich, stündlich, minütlich, sekündlich, wie viel Risiko bis zur zweiten Stelle nach dem Komma Sie gerade fahren. Sie können Portfolios aufbauen, die Sie ganz genau steuern können, ja, mit diesen Modellen. Zumindest glauben Sie das. Wenn aber die Wirtschaftssubjekte nicht immer rational sind, nicht immer, oft, aber nicht immer, ja, und die Märkte oft, aber nicht immer effizient sind, dann brechen ihnen diese Modelle weg. Dann kommt es zu Unfällen. Und ich glaube, man muss diese Finanzkrise, die wir jetzt seit vier Jahren schon durchleben, man muss die sehen als Reaktion, wenn Sie so wollen, als Unfall, nachdem wir sowohl die Geldpolitik als auch unsere Aktionen im Finanzsektor auf mangelhafte Modelle gebaut haben. Dann hatten wir eine Situation, in der der Kredit seit den 80er Jahren auf eine Art und Weise gewachsen ist, die das System überfordert hat. Wir haben den Kredit enorm ausgeweitet in der Annahme, dass wir diese Beziehungen im Griff hätten. Wir hatten erwartet, dass wir diese Kreditbeziehungen mit unseren Modellen beurteilen könnten. Das hat nicht geklappt. Die Produkte, die gebaut worden sind, amerikanische Hypothekenpapiere, also denken Sie an Collateralized Mortgage Obligations, wir haben diese Kreditbeziehungen nicht richtig verstanden. Jetzt ist mit dem Platzen der Kreditblase ist Vertrauen verloren gegangen. Wenn Sie so wollen, kommen wir aus einer Situation, wo wir blindes Vertrauen hatten, weil man dachte, man hätte die ganzen Risiken, die in Kreditbeziehungen bestehen, im Griff. Also beinahe blindes Vertrauen hatten in diese Produkte. Kommen wir jetzt in eine Phase, in der das Vertrauen völlig verloren gegangen ist. Keiner traut dem anderen mehr. Die Banken trauen untereinander nicht mehr. Und das System frisst sich fest. Ja. Also diese Rolle des Kredits verstehen wir, glaube ich, in der traditionellen, in der jetzt herrschenden Ökonomie nicht gut genug. Es ist sehr schwer, sich eine moderne Volkswirtschaft ohne Kredit vorzustellen. Eine Volkswirtschaft, die praktisch nur auf Tausch besteht, wo es keine Kreditbeziehungen gibt. Also werden wir den Kredit nicht loswerden. Wir werden ihn weiter brauchen. Deshalb werden wir wahrscheinlich auch am Fiat-Geldsystem festhalten, im fraktionalen Reservesystem, was ja auch eigentlich ein Kreditsystem ist. Wenn wir also diese Errungenschaften behalten wollen, und es gibt ja auch einen gewissen guten Grund, warum die eingeführt worden sind, denn diese Kreditwirtschaft hat uns ja auch sehr hohes Realwachstum über lange Zeit beschert, müssen wir aufpassen, dass wir diese Kreditzyklen beherrschen, dass wir nicht von gesundem Misstrauen in blindes Vertrauen hineinstolpern, das dann wieder in blindes Misstrauen umschlägt. Also ist es wichtig, wenn man sich über die Natur des Kreditzyklus etwas klarer geworden ist, in der Geldpolitik, in der sogenannten Makroprudential-Regulierung, also in der Mischung aus Makropolitik und Regulierungspolitik, dass man die gezielt einsetzt, um, ich würde mal sagen, manisch-depressive Anfälle zu vermeiden. Das kann man dadurch tun, dass man im Aufschwung auch
die Geldpolitik etwas enger gestaltet, auch wenn sich die gemessene Inflationsrate nicht erhöht, ja, die uns ja, wie gesagt, nur diesen winzig kleinen Teil des Wirtschaftsgeschehens abbildet, nämlich das, was mit den Preisen für Konsumgüter passiert, winzig klein, die sagt uns ja gar nichts, was mit den Preisen für Vermögenswerte passiert, wo Kredit eine viel größere Rolle spielt. Ich meine, wer kauft sich schon seine Kartoffeln auf Kredit? Kaum einer, niemand. Aber sein Haus auf Kredit kauft wahrscheinlich jeder. Also ist es auch sehr viel wichtiger, in einer Kreditwirtschaft sich die Hauspreise anzuschauen als die Kartoffelpreise. Und man würde dann sagen, wenn die Hauspreise kräftig steigen, aber die Kartoffelpreise jetzt gerade noch unverändert sind, ist es trotzdem ein Anlass für die Geldpolitik, was zu tun. Denn da gibt es zu große Kreditschaffung. Aber bisher hat die Geldpolitik praktisch nur auf die Kartoffelpreise geschaut. Und sagt, die Hauspreise gehen uns nichts an. Krasses Fehlurteil. Ja. Also das wäre was. Man kann sich natürlich auch über alle dynamischen Regulierungen kann man sich Gedanken machen, was ja auch getan wird, dass man im Aufschwung verlangt, dass die Banken mehr Reserven halten und im Abschwung das wieder lockert. Also da gibt es einige Überlegungen, die man anstellen kann, um mit diesen Kreditzyklen etwas besser umzugehen, als wir das in der Vergangenheit getan haben.